Recht herzlich willkommen zur 204. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal hier unterwegs am Bahnhof und wollten dort nochmal nach der Straßenbahnlinie gucken. Das war ja Linie 3, meine ich. Und die fährt ja irgendwie so schlechte Zahlen ein. Müssen wir mal schauen. Ja, da. Ist, wo ist denn hier eine Haltestelle? Da ist eine und da ist auch eine. Und hier war gleich. Ne, hier war keine. Also diese ist ja vollkommen über sozusagen dann, ne? Oder? Da muss auch gar keiner groß stehen dann, ne? Ja. Wie kann ich denn jetzt die Linie hier bearbeiten? Da. Ja, ich glaube, das können wir mal schließen. Ah, jetzt sind wir wieder da oben in dem Ding drin, ne? Ich würde dieses Fenster gerne bewegen, aber. Mach das Fenster zu. Nochmal. Linie 3. Anschauen, das weg. Kann man das irgendwo bewegen, das Fenster? Nein, kann man wohl nicht. So, jetzt bewegt sich's dann nicht mit. Wir sind unterwegs zum Bahnhof, der da ist, und möchten diese Linie eigentlich loswerden, dieses hier. Und eigentlich Rechtsklick, meine ich, war das, ne? Aber dem ist wohl nicht so, dass man das dann so löschen kann. Komisch. Okay, das Fenster wahrscheinlich nur immer da schließen, weil da jetzt das andere davor ist. Das ist der Hammer, oder? So. Tag- und Nachtfahrten gibt es da. Drei, ja, es ist schon urskomisch. So, jetzt hier. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. So, jetzt möchte ich diese hier loswerden. Wir haben die blaue, aber ich will nicht die blaue, ich will doch diese hier. Warum geht das nicht? Weil wir hier im falschen Reiter wahrscheinlich sind, ne? Das Straßenbahn und schon zack. Haltestelle und schon geht alles. Pass auf, da siehst du die weg, weil die haben wir da. So, dann ist hier wieder eine. Da ist eine, ja, das ist dann schon alles okay, denke ich mal. Ja. Also da ist einer, ja, doch, das passt schon von der Entfernung. Die sind schon ein bisschen dicht aufeinander. Könnte man die eigentlich wegmachen, ne? Genau. Und hier sind wir dann da. Machen wir mal weg. Und dann ist alles gut erstmal. Meinen wir natürlich nur, dass alles gut ist. So, und dann müssen wir mal nach dem Fahrzeug gucken, ob wir das finden. Da fährt eins. Oh, weg damit. Ich will nicht, dass das so ist. Dann müsste ich das entfernen. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Kann ich jetzt nur, indem ich die jetzt da anklicke? Ah, nochmal raus. So, jetzt habe ich sie aber. 22 von 90 Passagieren fahren damit. So. Tja, das ist die zurückgelegte Strecke. Liniendetails sind die. Da kannst du sehen, wer mitfährt. Das bringt nicht viel. Und hier kann man auch sehen, wo die Passagiere sind. Viel fahren da ja nicht mit, ne? Da ist das zweite Fahrzeug, 18 und 34. Ja. Das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Ja, lass mal so.
Können wir jetzt auch nicht ändern. Gut. Wir sollten uns aber mal gerade um den Hausbau wieder kümmern, dass wir da noch ein paar Bewohner hinzukriegen, ne? So, jetzt weiß ich aber nicht, so mal gerade raus, dass wir so ein bisschen unsere Ansicht haben. Genau, so ist er ja ganz gut. Und dann ist die Frage, ob wir noch Freiflächen haben zum Bauen. Hier gibt's noch was. Mach das nochmal dahin. Da ist Park, da ist nix. Hier gibt's noch Kommerz. Obwohl den nicht, dann machen wir eine Straße rein. Obwohl, das ist agrarmäßig erfasst. Hier geht noch eine Straße rein, die dann dahinter das aufbaut. Die sollten wir dann vielleicht auch mal bauen. Ah, das ist dann da im Weg, das Haus. Und man kann nicht alles haben, ne? Oder wie war das? Zup. Gut, dann machen wir da nach dort. Können wir noch ein bisschen so rüberziehen vielleicht? Ja, nicht ganz so weit. Bringt es eigentlich auch nicht, wie wir gerade sehen. So, das ist dann so eine Reißbrettstadt. So. Noch bis dahin und dort. Sonst geht's nicht, nur bis da. Okay, das bedeutet, die brauchen noch Wasser. Genau. Und gleichzeitig auch Heizung. So, anschließen und fertig. Passt. Sollte so gehen und die können dann auch alle da einziehen, wenn dann die Flächen passend markiert sind, ne? So, Kommerz hat noch eine Geschichte. Das ist zu viel. Das können wir mal noch da hinsetzen. Und dann hier hinten kleinere Wohnhäuser. Und die Reihe machen wir große. Guck mal, da gibt es zwei Flächen da hinten, die da so sind. Wollen wir aber gar nicht. Machen wir so. Strom kriegen die sofort, das ist kein Ding. Und ja, Wohngebäude kommen schon, ne? Sieht gut aus, oder? Das wird von schon ratzfatz gleich zugebaut. Und dann ist voll am Regnen. Ja, da müssten wir mal gerade nach unseren Rohstoffen gucken. Wo waren die denn jetzt hier noch? Da oben. Und da. Da ist definitiv noch Agrar möglich dann. Ist dann die Frage, ob man da was macht oder nicht, ne? Dafür haben wir da wahrscheinlich freigelassen, damit da noch eine Straße reingehen kann. Ob wir das wollen? Wie sieht das hier aus? Da wäre auch noch ein bisschen Agrar. Okay, da ist noch ein Friedhof, den werden wir mal als erstes machen. Kein Platz mehr. Gut, und der ist schon mehrere Probleme. Okay, das heißt, können wir wieder in Betrieb nehmen. Läuft, ne? Alle sind da glücklich. Da ist das ähnlich. Der ist aber außer Betrieb, ne? Dann lass den so, weil der ist noch nicht voll.
So, hier können die Leute bauen. Sieht auch gut aus. Wir brauchen noch ein bisschen Kommerz. Hier gäbe es noch zwei Flächen, die man machen könnte. Und hier ist auch noch was frei. Da geht nichts. Hier noch was dazu und da auch noch. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das da auch noch hin. Ach, hier hinten geht sogar noch Wohnfläche. Haben wir mal irgendwann frei gemacht, wa? Gut. So, dann sind wir da auch ein Stück weiter. Kommerz, hier vielleicht noch was. Da geht nichts. Da gehen noch ein paar Mini-Flächen. Nee, das ist doof, weil das Sackgasse ist. Wenn, dann wäre es hier schon eher noch was. Ja, dann haben wir da auch genug. Hier ist noch was mit dem Friedhof. Ja, der ist geräumt. Dann können wir den auch wieder eröffnen. Ist hier auch noch irgendwo was? Nicht wirklich. Hier ist alles gut. Da waren wir. Hier unten. War hier nicht irgendwo was? Nee, das haben wir weggeräumt schon, ne? Genau. Hier sieht es alle gut aus. Ja, hier weiß ich gar nicht. Ist da noch Fläche? Da wäre noch Fläche, ja. Könnte man ein bisschen Industrie noch hinmachen, ne, oder? So, und dann brauchen die wahrscheinlich noch Wasser. Und dann ist Strom noch angesagt, obwohl das könnte hier funktionieren, ne? Müsste man mal beobachten, ob die da bauen wollen. Und wenn sie bauen wollen, ob dann auch das funktioniert. Ja. Machen wir mal so einen Strommasten dahin, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass der Strom hinkommt, oder? Du musst das da rein, nein, ne? Vielleicht mag jetzt auch keiner hier Industriegebiet bauen, kann auch sein. So, hier war noch was, was wir gemacht hatten, so schick, ne? Vollgebaut. Quadratisch praktisch gut. Hier stellt sich die Frage, wie wir da noch hinkommen, weil wir da keine Stelle freigelassen haben. Das ist dann die Frage, ne? Da sind wir direkt an der Grenze. Hier gibt es noch ein Problem, das sollten wir mal gerade lösen. Das geht wieder auf. Hier auch. Gebäude leert sich noch. Das Räumung ist beendet. Geht wieder. Da auch. Umgekehrt, da ist kein Platz mehr so. So, jetzt geht's. Gebäude leert sich. Das ist alles okay. Wie sieht's hier aus? Abgeschaltet. Wahrscheinlich alle, oder? Ja, sieht so aus. Und hier leert sich's, ne? Genauso wie bei dem da. Passt schon. Ja, Industrie ist noch gefragt. Können wir noch ein paar Bürogebäude irgendwo mal einstecken, ne?
Ja, hier wird sich anbieten, oder? Wasser ist vorhanden. Und Strom kommt ja automatisch. Ne, machen wir da noch zwei davon. Und da würde ich dann noch ein bisschen Kommerz machen. Dann ist die Frage, was du hier weitermachst. Schwierig. Auf jeden Fall wird schon gebaut. Jo. Kundendienst. Banking, okay. Und hier. Finanznachrichten. Voll am Rechnen hier. Sieht's ganz gut aus. Was hat er hier? Räumung beendet. Dann machen wir den wieder frei. Ist noch was irgendwo? Wohl nicht. Wie sieht's denn so mit Strom überhaupt aus? Haben wir noch? Alles klar. Wasser ist auch noch okay. Müll. Ja, Müll ist schon wieder ein knappes Problem dann. 18% der Mülldeponien sind ausgelastet. Wir müssten gucken, dass wir da eher Dingens hinkriegen. Sag schon. Verbrennungsanlagen. Das sieht gut aus. Gesundheitswesen ist gut. Bestattung geht auch. Ja, das sind dann Indikatoren, wo ich sagen würde, braucht man das? Ja, hier braucht man auf jeden Fall eine Lösung. Wie ist denn das angegeben hier? Ich möchte da keine Kreuzung. Ich möchte da eine Stoppstraße von da, weil da fährt kaum einer runter. Und hier ist die Ampel auch vielleicht über. Müsste man mal gucken, wie lange sich es dann hier zurückstaut, ne? Aber zurzeit läuft das da. Jetzt kommen ein paar Autos mehr, da müssen wir jetzt aufpassen. Aber das sieht gut aus, oder? Nur so ein minimaler Rückstau, das geht noch. Ja, ich glaube, das können wir erst so lassen. Da brauchen wir vielleicht keine Ampel. Hier sieht das vielleicht anders aus. Der Kreisverkehr ist schwierig, ne? Wie ist es denn da mit Kreuzungsbereich? Ach, da sind Ampeln angesiedelt. Was ist, wenn man die Ampeln ausmacht? Eigentlich macht man es so, ne? In einem Kreisverkehr ist immer Vorfahrt zu gewähren. Und von außen sollten die dann die Stoppstraßen haben. Fließt auch eigentlich, oder? Also im Kreisverkehr jetzt sieht es gut aus. Hier knubbelt sich ein bisschen und da auch. Da sind lauter Müllwagen da. Ne, ich glaube, das geht jetzt besser. Ja, ich würde so lassen. Also hier ist es. Ah, guck mal, da ist schon grün geworden jetzt. Ja, da ist auf jeden Fall der Stau weg. Also hier ist es und da ist es. Aber
immer noch so, wo ich sagen würde, lass es so. Na, hier wird es jetzt schwieriger. Da wird die Schlange länger. Hier vielleicht die Ampel doch wieder installieren. Und gucken, ob es dann besser wird. Dafür in die Farbe. Weil der Rückstau ist ja doch jetzt gewachsen. So, jetzt fahren die nämlich zügiger. Der Rückstau hier ist da, aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja, ich glaube, da ist die Ampel vielleicht besser. Ja, gut. Okay, aber ich sag mal, die Folge ist schon wieder lang genug. Machen wir eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.